The following is the Royal Rumble match. Now, the two superstars that drew number one and number two will start the ring at the same time. Other superstars will join in the order they drew. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Eliminations occur when you are thrown over the top rope with both feet landing on the floor. The last superstar in the ring will be declared the Royal Rumble winner. Und an dieser Stelle begrüße ich euch auch nochmal. Ich rede gleich weiter als die Kommentator. Introducing the participants. First, from Japan, weighing in at 100 pounds, Yami. Yami Yugi betritt als erster den Ring und passend zu einem Clown gibt es auch das entsprechende Clown-Thema. Ich wette, er überlegt gerade, welche Cheats er benutzen muss, um das ganze Match zu überstehen. Diese Friese, Alter. Und bin ich einziger, der findet, dass er mit diesem Umhang aussieht wie eine Karin? Wie eine Karin? Introducing the individual who drew number two from Brooklyn, New York. Weighing in at 137 pounds, Joey Wheeler. Was ich noch sagen sollte, mein Kommentatorfreund hat seine Brille vergessen und wird deshalb viele Namen falsch aussprechen. Eigentlich sogar fast alle. Komischerweise, Joey Wheelers Namen kennt er. Also den hatte drauf, als gefühlt einziger. Aber ja, hier haben wir Joey Wheeler gegen Yami Yugi als erstes. Einen Kampf, den wir schon oft gesehen haben. Aber anders als die letzten Male wird... Aber anders als die letzten Male wird das hier ein richtiger Faustkampf. Jetzt kann Joey endlich mal, wenn er nicht so gut Karten ist, kann er wenigstens zeigen, ob er diesmal gut in den Fäusten ist. Ich finde es auch lustig, wie er ein ziemlich normales Outfit hat. Vor allem im Vergleich zu Yami. Und es geht los. Yami öffnet direkt mit ein paar Kicks. Und rammt Joeys Face auf den Boden. Yami ist zu schnell. Joey versucht ihn zu fangen, aber Yami ist zu klein und zu flink. Oh, und schon wieder aufs Gesicht. Wir begrüßen gleich den dritten Kandidaten. Aber bisher teilt Yami aus. Joey muss bisher nur einstecken. Aber vielleicht wird der nächste Teilnehmer das ändern. From Japan, weighing in at 143 pounds, Seth. Seto Kaiba mit dem typischen Outfit. Auch mit der Karte um deinen Hals. Vielleicht, oh mein Gott. Dieses Ego. Also er scheut wirklich kein Geld für seinen Auftritt. Ich meine, er ist ja auch reich, kann sich's ja leisten. Oh, Kick in den Hinterkopf. Endlich hat Yami auch mal was abbekommen. Und das direkt von Seto. Oh, und die Faust auf Knopf. Joey will jetzt endlich eine Rache an Kaiba haben. Ein paar ordentliche Tritte hier. Aber Yami quält Joey weiter. Joey hat bisher noch keinen einzigen Treffer bei Yami gelandet. Oh, und Joey blutet sogar. Mein Gott, Yami ist echt brutal an Joey. Und an Kaiba lässt jetzt auch seine Wut aus. Oh, beinahe hätte Joey ihn getroffen, aber nein. Tristan, der, ich glaube, körperlich der Größte bisher ist. Vor allem diese Friese, Alter. Seine Frisur ist scharf wie ein Dolch. Da bin ich jetzt gespannt, wem er auswählen wird als seinen Feind. Joey rächt sich weiter an Kaiba. Oh, und Tristan? Nein, doch nicht, oder? Oh, perfekt. Oh mein Gott, jetzt lässt Tristan die Sau raus.
und versucht sich auf Keimer zu stürzen, aber das lief nicht so gut. Oh, und Keimer nimmt Yami hops. Aber, und Schlag ins Gesicht. Dreht dann rächt sich dafür. Oh mein Gott, ist der sexy. Also ich bin nicht schwul, aber wenn Duke vor mir stehen würde, ich würde mir die Hosen runterreißen und schreien, komm, nimm mich, nimm mich. Oh, ich hoffe so sehr, er schafft es weit. Oh, Kaiba wird von Tristan bedroht. Aber Seto wehrt sich. Und Yami mobbt Chui weiter, was ist das? Nein, Yami kickt Duke in sein schönes Gesicht und wirft ihn um. Uhuhu. Yami ist halt zu klein und zu flink. Und Chui wieder auf Kaiba. Aber Yami mobbt Chui weiter. Meiko Tsunami, aber okay. Der auch körperlich ziemlich groß ist. Frage mich, wem er anvisieren wird. Anscheinend auf Tristan hat das abgesehen. Und Seto? Ja, Seto teilt jetzt aus, Alter. Oh, aber Duke hält ihn am Boden. Und währenddessen Suplex Maiko Tristan. Und noch, oh, das war noch nicht alles. Erstmal noch ein Schlag ins Gesicht. Und Yami wirft Kaiba um. Und Duke suplext Maiko. Wer als nächstes bekommen wird. Nein, oh mein Gott, Duke wird Kaiba bedroht. Nein. So kann man Bakura natürlich auch beschreiben, aber passt ja auch. Bakura macht seinen Weg in den Ring mit natürlich seinem Medaillon. Und, ach du Scheiße, Seto wirft Duke raus. Das kann doch nicht wahr sein, Duke ist der Erste rausgeflogen ist. Oh, und ist Seto als nächstes dran? Von Yami auch noch, von allem dazu? Bakura dagegen teilt auf Tristan aus. Oh, und Joey suplex Bakura. Und Seto wehrt sich. Aber was für ein Müll. Tristan, direkter Kick ins Gesicht von Yami. In Yami. Oh, das wird jetzt Chaos hier. Jetzt kommt das Chaos. Oh, meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für den amerikanischsten Amerikaner, der je amerikanisierte. Es kann nur einer sein, der so amerikanisch ist. Oh mein Gott, auch dieses Ego. Also, er und Seto müssten mal ein Duell machen, um zu sehen, wer das größte Ego hat. Kaiba Suplex Joey. Das kennen wir ja schon irgendwie. Oh, und Bakura. Seto rammt sein Knie in Bakuras Gesicht. Und Amerika stürzt sich auf Yami. Er hält ihn. Yami befreit sich, aber das muss schwer gewesen sein. Seto dagegen hat Chui brutal getreten und Bakura. Und jetzt Marco auf Amerika. Dieses Chaos, Alter. From Egypt, weighing in at 121 pounds. Marek komplett geistig am Ende. Also, was er alles gemacht hat, das wollen wir nicht wissen. Sein Scepter ist länger, als ich es in Erinnerung habe.
Auch mit dem leuchtenden Symbol auf seiner Stirn. Ich sollte noch erwähnen, dass Umhänge aufgrund des Regelwerks nicht erlaubt sind. Viele dieser Charaktere hätten sonst einen Umhang bei sich. So wie auch eben Marek. Und wird direkt von Zeto mit einem Kick begrüßt. Und Amerika Suplex Mako. Oh mein Gott, wie viele sich... Oh, Yami ist draußen! Amerika hat Yami rausgeworfen! Oh, und mein Gott, was ist das für eine Rivalität? Joey gegen Zeto immer wieder. Die beiden kämpfen umher. Und Amerika begrüßt inzwischen Marek. Oh, und jetzt Joey gegen Amerika. Während Tristan ordentlich nochmal ins Gesicht tritt. Oh, Amerika teilt heute aus. Genauso wie... Oh, jetzt ist der Makeover zurück. Und Amerika nimmt Zeto Hops, während... Oh, Marco Suplex Tristan. Und Bakura Suplex Marek. Was ist das hier? Alle werfen sich gegenseitig um. Aber es müsste ja eigentlich... Na gut, umgekehrt sein, aber okay. Oh, und Mako wirkt Joey. Und das muss ihm Kräfte rauben. Und im Hintergrund sehen wir, wie Zeto von Amerika bedroht wird. Oh, fliegt Zeto raus als Dritter? Wird Amerika es schaffen? Oh, das sieht nicht gut aus, Yokaiwa. Odeon betritt den Ring und ich glaube, er ist der größte und schwerste Kandidat bisher. Also ihn zu besiegen wird nicht einfach. Auch wenn das damals in der Serie beim Kartenspielen anders verlief. Und Kaibas draußen wurde von Amerika eliminiert. Oh. Und jetzt stürzt Amerika auf Tristan. Oh, der hat den Ring getreten und nimmt sich Mako vor. Oh, was macht Marek mit Joey da? Und Amerika und Joey mobben sich gegenseitig. So wie wir es ja schon kennen. Oh, was macht Joey da? Oh, er hat Marek und Amerika eine Kopfnuss gegeben. Oh, und Mako nimmt sich Joey jetzt vor. Während Tristan und Marek gegeneinander kämpfen. Da hat sich auch eine Rivalität gebildet. Und tritt ins Gesicht. Bakura. Und. Oh, Odeon, das war nicht so klug. Wollte sich auf Tristan stürzen, aber hat verfehlt. Und jetzt auch noch tritt ins Gesicht. Was ist hier los? Und Odeon wirft bei Mako. Oh, ein paar ordentliche Schläge von Odeon gegen Marek. Marika. Bakura macht irgendwelche Tricks. Jane Yuki kommt rein und damit betreten wir die zweite Serie. GX. Oh mein Gott. Also er will jedem klar machen, er ist jetzt da. Die zweite Serie ist da und der Protagonist hat den Ring betreten. Gewagtes Manöver von Marek. Ein paar ordentliche Schläge werden verteilt. Und Jane begrüßt Joey mit einem Suplex. Und dasselbe macht Tristan. Bakura ist draußen! War das Odeon? Ich glaube, Odeon hat ihn rausgeworfen. Ja, also diese Masse, die Odeon ist, das ist schwer zu besiegen. Schaut mal, guckt euch das an. Er behandelt Jane wie das Kind, was er ist. Odeon wird jetzt von allen Seiten geboxt. Und das, die Freunde Dewey und... Nee, Tristan wird umgeworfen von Amerika. Und jetzt kommt Marek und schlägt sich seinen Weg rein. Ich dachte schon, Dewey wehrt sich. Oh, Mako wird von Odeon bedroht. Wird Mako rausfliegen? Odeon, diese Stärke, diese Muskelmasse von Odeon. Währenddessen sehen wir, wie Amerika ins Boden geworfen wird. Nee, Odeon, Mako hat sich gewehrt. Oh, ordentliche Schläge werden jetzt verteilt. Joey auf Tristan. Oh, das ist die Rache. And from Japan, weighing in at 100 pounds, little
Cyrus betritt den Ring als wahrscheinlich kleinster Kandidat bisher und wahrscheinlich auch der leichteste. Ja, auf jeden Fall der leichteste. Diese Frisur, Alter, das haben alle für so eine komische Frisur, das ist lächerlich. Noch kleiner als Jaden ist er. Aber das muss ja nicht unbedingt das heißen. Oh, Odion wäre beinahe von Mako rausgeflogen, aber nee. Aber Mako hat jetzt ordentlich auf Odion abgesehen. Und Tristan nimmt sich Amerika vor. Marek hingegen boxt Joey und wirft ihn um. Und Mako Suplex Cyrus, was für eine tolle Begrüßung das doch ist. Oh, und Mako, jetzt geht Mako ab, Alter, rammt seine Fäuste in Tristan. Und Odion, dieses Monstrum. Oh mein Gott, Jaden ist rausgeflogen. Marek hat Jaden eliminiert, obwohl er gerade erst reingekommen ist, mehr oder weniger. Und Mako macht den Spider-Man auf Tristan. Oh, aber Mako und Odion, die wohl größten bisher, kämpfen gegeneinander. Das ist gefährlich jetzt für Mako. Mit Odion sollte man sich nicht anlegen. Hat jetzt schon einige eliminiert jetzt. Und Amerika bedroht Tristan. Das wird eng für Tristan. Nee, Tristan wehrt sich. Und der kleine Cyrus nimmt Amerika vor. Heftiger Schlag von Tristan gegen Marek. Und Amerika wird von Cyrus bedroht. Aber nee, das wäre auch lächerlich gewesen, wenn Cyrus es geschafft hätte. Jetzt wird Amerika wütend. Oh, und Marek wird von Tristan bedroht. Marek ist draußen. Und was? Cyrus? Nee, warte, wer ist rausgeflogen? Oh, die hat auch gerade jemand rausgeflogen. Ach, Mist. Irgendjemand hat sich von uns verabschiedet. Wer war das? Bestchen betritt den Ring. Schade, dass Jaden schon rausgeflogen ist. Das heißt, die beiden werden wir nicht mehr kämpfen sehen. Er hat auch dasselbe Outfit, dasselbe Atelier wie Cyrus. Die gehen ja auch auf dieselbe Schule. Und Cyrus begrüßt direkt Amerika. Ach nee, Joey war von rausgeflogen. Schade. Bestien gegen Cyrus. Die beiden Schüler kämpfen gegeneinander. Und krasse Drecks von Amerika gegen Odion. Aber dass Joey rausgeflogen ist, finde ich echt schade. Er hat sich so gut gehalten. Und Cyrus haut jetzt raus. Fette Schläge von Odion dafür. Aber so weit kommt er nicht. Und Suplex. Und Amerika wird von... Tristan hat Amerika rausgeworfen. Und Odion, was machst du da? Du kannst dich... Albernheiten nicht machen. Schaut euch das mal an. 4 der 5 Kandidaten liegen am Boden. Nur Tristan steht noch. Tristan nimmt sich Bestien vor, die ich glaube, wie ich finde, denselben Rang in ihrer jeweiligen Serie haben. Ist also ziemlich passend, dass die beiden Dinge dann kämpfen. Der komische Dino-Typ betritt den Ring. Er wollte auch eine Dino, also Kopfbedeckung haben. Aber wir hatten keine, deshalb hat er jetzt eine Schlange so obendrauf. Das wäre sehr komisch, wenn er gewinnt. Odion will, dass Cyrus am Boden bleibt. Und was passiert hier? Mako wird Suplex von Dino-Typ. Mein Gott, wie viele sich hier umwerfen. Mako schon wieder am Boden. Der Dino-Typ hat auf jeden Fall auf Mako abgesehen. Und heftige Bitch-Slaps. Nils und Bitch-Slap. Und zum Boden geworfen. Cyrus haut jetzt raus. Ausgerichtet bei Odion. Und tritt. Das hat so weh getan. Bestien tritt gegen Tristan. Jazz ist wohl der Einzige, der Duke Konkurrenz machen könnte, wenn es um Sexigkeit geht. Er und Duke müssen mal auch ein Duell machen, wer von den beiden der Sexiere ist. Weil er ist auch echt ziemlich hot. Das ist doch sexy. Ja, Cyrus wurde vom Dino-Typ rausgeworfen.
Christian wird von Bestien bedroht. Oh! Mit einem Kopfschlag hat Bestien Tristan rausgeworfen. Und Chaz nimmt sich Odion vor. Ein paar heftige Tritte und Schläge von Mako gegen Bestien. Oh, jetzt kämpfen die beiden gegeneinander. Odion will auch was mitreden. Mako und Odion kämpfen die ganze Zeit gegeneinander. Und Odion lässt Bestien nicht ausruhen. Tarius kommt in den Ring. Auch ziemlich groß ist. Und Bestien rammt den Kopf des Genotypen gegen Satarius Kopf. Der Dinotyp wurde rausgeworfen in einem Schwung. Aber überraschend ist das nicht wirklich. Also es wäre... Und Mako! Chaz hat Mako eliminiert! Noch dazu so einem großen Alter! Oh mein Gott, Chaz, ich liebe dich! Damit ist Odin der letzte Charakter aus der ersten Serie im Ring. Was ist das? Was ist jetzt los? Warum ist alles so dunkel? Wer kann das nur sein? So dunkel wie die Nacht. Making his way to the ring. From Japan. Weighing in at 260 pounds. Nightmare. Komplett schwarz angezogen. Es ist schade, dass er seinen Umhang nicht dabei hat, weil sein Umhang fehlt hier wirklich seinem Outfit. Aber ansonsten... Schwarz wie die Nacht. Nightshroud. Und Bestien und Chaz gingen von gegeneinander. Odion nimmt sich Bestien vor, während Chaz gegen Nightshroud kämpft. Schwarz gegen Schwarz, könnte man sagen. Wer von den beiden den schwarzen Umhang behalten darf im Ring, das wird jetzt entschieden. Aber Chaz lässt sich nicht unterbrechen. Und wird zu Boden geworfen. Und jetzt wird auch von Odion gemacht. Chaz wird gerade nicht so gut behandelt. Das wird gefährlich. Odion bedroht Chaz. Gerade noch geschafft wenigstens. Yusei Fudo betritt den Ring und damit haben wir die dritte Serie betreten. Falls ihr euch wundert, warum er so einen schicken Gürtel hat, er hat den Nebenpreis verdient, der Protagonist der wohl besten Yu-Gi-Oh! Serie zu sein. Und Sartorius hat Bestien eliminiert! Odion nimmt... Und Odion macht einen Rückenbrecher an Chaz. Und nimmt sich jetzt Nightshroud vor, aber schafft er das? Das wird eng! Oh mein Gott! Aber Nightshroud rettet sich noch gerade so. Oh mein Gott, das ist so eng! Wird Odion das schaffen, ihn rauszuwerfen? Nein, er schafft es nicht, gerade so. Aber die beiden lassen sie nicht locker. From Japan, weighing in at 158 pounds, Jack A. Jack Atlas wird wahrscheinlich gegen Yusei kämpfen müssen. Er ist auch ziemlich stark gebaut. Ja, Schwarz kämpft wieder gegen Schwarz und Jack nimmt sich direkt Satarius vor. Und Chaz Suplex Nightshroud. Was war denn das für ein krasser Dreher? Und Odion wirft Satarius um. Und krasse Schläge von Chaz gegen Jack. Und Odion mobbt die ganze Zeit Sartorius. Aber jetzt kommt endlich Yusei rein. Der sich bisher relativ ruhig gehalten hat. From Japan, weighing in at 123 pounds, C. Hogan. Cole Hogan betritt den Ring. Ich mag's, wie der Rauch genau dieselben Farben hat wie seine Haare. Passt sehr gut.
Er nimmt das ziemlich locker alles. Nee, also von allen Kandidaten ihre Decks ist mir das von Crow am liebsten. Er spielt der Schwarzflügel und das ist mein absolutes Lieblingsdeck. Fantastisch, also ich hoffe, er schafft es weit. Yusa nimmt sich Sartorius vor. Schwarz kämpft hingegen wieder mit Schwarz. Und Odion nimmt Crow und Chess bedroht Sartorius. Sartorius heißt er so. Chess will Sartorius rausdrücken. Schaffst du das? Das ist schwer wahrscheinlich. Sartorius wird wahrscheinlich nicht so leicht aufgeben. Hey, seinen Namen habt ihr richtig ausgesprochen. Leo, der kleine Knirps. Da Sartorius rausgeflogen ist, dürfte er jetzt wahrscheinlich der kleinste und leichteste Kandidat im Ring sein. Und wir schalten zurück. Oh mein Gott, wie viele sich jetzt auf den Boden legen. Und Nightshot nimmt sich direkt Leo vor und bedroht ihn direkt. Wir sehen hier. Sartorius hat Jack zu Boden gemacht und. Wird Nightshot es schaffen, Leo rauszuwerfen? Er ist doch gerade. Leo ist raus! Nightshot hat ihn rausgeworfen, obwohl er gerade reingekommen ist. Das waren vielleicht 10 Sekunden oder so. Nightshot hat den kleinen Knips Leo nach 10 Sekunden rausgeworfen direkt. Das muss bitter sein. Und Odin behandelt Crow wie ein Kind. Er macht das mit allen Kleinen hier. Oh, und Juice kämpft gegen Jack. Das wollen wir sehen. Und Schwarz gegen Schwarz. Also. Mein Gott, wir sehen im Hintergrund, wie Jack brutal USA ins Gesicht getreten hat. Aber USA revancht sich jetzt dafür. Während Odion weiter Crawl wie ein kleines Kind behandelt. Nightshot wollte wahrscheinlich selber mit Chess machen wie, und die rauswerfen wie Leo, aber Chess hat sich gewehrt. So, jetzt kämpfen die Großen gegeneinander. Nightshot gegen Odion. Odion auf den Rücken geworfen. Oh, und Yusei nimmt sich jetzt Crow vor und wirft ihn raus! Er ist auch gerade erst reingekommen! Yusei hat eiskalt Crow eliminiert! Devak kommt in den Raum, in den Ring. Auch mit einem ziemlichen Ego. Also ziemlich selbstbewusst, sagen wir es so. Hat eine ähnliche Körperstatur wie Odion. Welcher gerade rausgeflogen ist von Jack? Was ist das? Kong geht ein und Sartorius bedroht nun auch Jack. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Und Jack ist auch direkt raus. Komm, mit Jack hier rausgeworfen. Wird er rausgeworfen und Yusei wird von Devak bedroht. Werden wir uns auch gleich von Yusei verabschieden? Dann ist das Trio weg. Das Protagonisten-Trio aus 5Ds ist weg. Nein. Yusei immerhin wehrt sich noch. Aber Sartorius hält Nightshot am Boden. Und Chess rammt sein Knie in Devaks Gesicht. Und nimmt sich jetzt Yusei vor. Naja, okay. Oh, aber Nightshot verteilt. Na gut. Nightshot wollte heftige Schläge verteilen, aber Chess sagt 999. Du bist mein Gegner. Echt, die beiden kämpfen nur gegeneinander, aber ich kann ja auch verstehen. Und jetzt, oh nein, okay, gut. Er wird zwar zu Boden geworfen, aber besser als raufgeworfen zu werden. From Japan, weighing in at 346 pounds, A. Aporia kommt in den Ring. Fun Fact, er ist von allen 30 Teilnehmern der schwerste und größte Kandidat. Er ist ein Titan. Wenn es einer verdient, von allen Charakteren Titan genannt zu werden, dann er. Er wird schwer zu besiegen sein. Devak wird von Sartorius bedroht. So. Und Yusei suplext Nightshot. Aber Schläge von. Oh mein Gott! Aporia hat einen Wurf Yusei rausgeworfen und Devak hat wiederum Sartorius rausgeworfen.
und wird direkt von Apuria gesuplext. Schwarze ging noch immer am Kämpfen gegen Schwarz. Oh, aber schau dich das mal an. Devak ist ja schon ziemlich groß und dann kommt Apuria und behandelt ihn wie ein Kind. Nun macht Paradox seinen Weg in den Ring. Frage mich, ob er Vorteile hat, weil er ist nicht zeitgeweiß. Er hat die Zukunft gesehen. Oh, und Chess nimmt sich ihn direkt vor. Und auch direkt Devak. Sollte schon beinahe Odeon sagen. Nee, aber da kommt jetzt Apuria. Und wirft ihn zu Boden. Paradox versucht ein paar krasse Tricks zu machen, aber Chess lässt das nicht zu. Devak bedroht Apuria, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er es schafft. Guckt euch. Nee. Oh, was ist das? Nightshroud hat beschlossen zu schweben. Er hat schwarze Magie benutzt. Wo ist der Shizi? Yuma betritt den Ring und damit haben wir die vierte Serie betreten. Die vierte und letzte Serie. Mit einem ziemlich großen halben Einschieb. So. Oh! Devak suplext Apuria. Und Yuma wirft Chess raus. Was für eine Unverschämtheit, wenn dann hätte wohl Nightshroud ihn rauswerfen müssen. Nee, aber Yuma macht weiter, wirft alle Schwarzen raus. Oder? Schafft es Yuma Nightshroud rauszuwerfen? Paradox hingegen wird von Devak ordentlich misshandelt. Aber nee. Und wollte sich Yuma gerade holen, da kommt Apuria. Schau euch mal, wie riesig Apuria ist. Astral kommt rein und tut mich mal an. Der ist einfach wie so eine leuchtende Socke, Alter. Also ihn zu übersehen ist unmöglich. Oh, aber das muss wirklich sein. Apuria hat Yuma von ganz oben runtergeworfen. Aber das ist lustig. Der hellste Kandidat wird gerade von Nightshroud, dem schwarzesten Kandidat, zu Boden geworfen. Oh, und Nightshroud wirft Apuria zu Boden. Und Paradox kämpft gegen Devak. Aber Yuma ist noch nicht fertig mit Nightshroud. Und sein Gesicht zu Boden gedrückt, während Paradox ordentlich Astral misshandelt. Oh, dieser Disrespekt, Alter, mit dem Fuß ins Gesicht. Reginald Castle tritt den Ring. Was für ein Auftritt. Wenn es eine Person gibt, die die Farbe lila dominiert, dann wohl er. Genauso wie ein krassen Intro-Song. Oder ein krasser Entrance-Song, besser gesagt. Oh, und Yuma wird von Devak. Okay, doch nicht. Oh, was ist das? Devak macht was ganz Gefährliches und wird sofort direkt mit Apuria bedroht. Aber er kehrt zurück, okay. Und Reginald wird zu Boden geworfen. Und aber Devak hat versucht auch so eine Kopfnuss zu machen, aber das hat bei Apuria nicht geklappt. Und er wehrt sich jetzt dafür. Oh, mit einem Tritt ins Gesicht. Er ist doch ein Gigant, er kann das. Reginald drückt Yuma zu Boden. Oh, diese alte Feindschaft, Alter. Mit diesem Raum, auch als sehr kleiner Kandidat. Und Nightshroud wird von Devak hat Nightshroud rausgeworfen. Und Paradox suplext Reginald. Kite begrüßt jetzt Devak mit ein paar ordentlichen Schlägen ins Gesicht. Aber was macht Devak da jetzt? Und Astral gegen Yuma, also wenn das nicht Schicksal ist. Und Paradox hat kein... Was zum Teufel? Paradox hat kein rausgeworfen. Er ist doch gerade erst reingekommen. Das waren vielleicht 10 Sekunden oder so. Und Yuma wird von Reginald bedroht. Das sieht nicht gut aus für Yuma. Reginald hat Yuma rausgeworfen. Auch irgendwie ironisch, finde ich. Und Paradox ist von dem bedroht. Das war knapp. Beinahe wäre Paradox auch raus.
Oh, aber schau ich mal. Oh, Aporia, der Größte gegen Astral, der wohl Kleinste. Komm, Aporia, also... Oh, und, aber währenddessen Paradox ist gnadenlos an Debug. Und ja, Astral ist weg. Das sieht man direkt, weil das der Bildschirm ein gutes Stück dunkler geworden ist, weil diese Helligkeit fehlt von Astral. Faker. Oder Faker. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie man es ausspricht. Ich nenne ihn wahrscheinlich Faker, auch wenn es wahrscheinlich Faker richtig ist. Aber jetzt auch ein gewaltiger. Und Devak wirft ein Paradox zu Boden. Und Dr. Faker macht es ja mit Reginald. So, und Devak. Oh, Devak schubst. Oh, Devak hat Aporia rausgeschubst. Und oh mein Gott, im selben Atemzug wirft er Dr. Faker raus. Was war. Das muss ein neuer Rekord sein, vielleicht nur 4 Sekunden oder so. Komm, kommt Dr. Faker als Platz 29 rein und wird direkt rausgeworfen. Das muss bitter sein. 29 ist die zweitbeste Position anzufangen und der ist direkt rausgeworfen nach 4 Sekunden von Devak. Komm, zum letzten Kandidaten für heute. Der Allerschlimmste. His way to the ring from Germany, weighing in at 242 pounds. One Hunter Yuri O. Der Kreis schließt sich, meine Damen und Herren. Wir haben mit einem Clown angefangen und wir enden mit einem Clown. Man sagt, je eher man, also je später man anfängt, nicht nur ist die Siegeschance größer, sondern auch desto kleiner der Penis. Was ja auch vollkommen stimmt. Und wird direkt von Reginald mit dem Gesicht zu Boden begrüßt. Während Devak und Paradox bedroht wird. Und, oh, Paradox wirft die Legende Devak raus. Devak hat so viele, auf so schicke Weise eliminiert. Und Paradox nimmt sich jetzt direkt 100 Mal Yu-Gi-Oh! Vor. Und Reginald, mein Gott, Paradox ist ja gar nicht zu stoppen hier. mit Tritten ins Gesicht. So unverschämt. So unverschämt. Oh mein Gott, schau dich mal Paradox an. Die Reginald und 100 Mal Yu-Gi-Oh! Liegen am Boden erschöpft und Paradox haut einfach rauf. Paradox ist nicht zu stoppen hier. Heftige Schläge. Und jetzt, 100 Mal, Das könnte ja spannend werden, die letzten drei. Und Reginald macht direkt Blödsinn. Einmal mit Yu-Gi-Oh! Versucht, Paradox loswerden und nimmt sich mit einem Kick ins Gesicht Reginald vor. Aber er verteilt jetzt zurück hier. Und Paradox haut so ordentlich drauf, das gibt's doch recht. Einmal mit Yu-Gi-Oh! Versucht ihn zu stoppen, dieses Biest. Nee. Die beiden kämpfen gegeneinander und, ordentliche Tritte. 100 Mal Yu-Gi-Oh! Ist der einzige, der noch steht gerade. Aber das ändert sich ja gleich. Also der nicht erschöpft, das meine ich. Wird Reginald von 100 Mal Yu-Gi-Oh! Rausgeworfen? Wird er bedroht? Und da kommt niemand, um zu helfen. Oh, das sieht nicht gut aus. Und Reginald ist draußen. Eliminiert von 100 Mal Yu-Gi-Oh! Damit kommt es zum Zweikampf. 100 Mal Yu-Gi-Oh! Der als letzter in den Ring betreten ist. Gegen Paradox, der als Nummer 24 in den Ring betreten hat. Also wenn ich mein Geld auf jemanden wetten müsste, würde ich jetzt natürlich auf Paradox gehen. Er ist ja schon länger im Ring, aber man hat gesehen, er ist wild. Und mobbt 100 Mal Yu-Gi-Oh! Das muss er getan haben, direkt auf die... ordentliche Schläge. Und wirft ihn zu Boden. Das könnte seine Chance sein. Das könnte die Chance im Paradox sein, um dich den Sieg einzuholen. Er wirft 100 Mal Yu-Gi-Oh! Rum. Ordentliche Schläge ins Gesicht. Und wirkt ihn jetzt auch noch. Paradox ist nicht aufzuhalten. Und wie lange er auch das schafft, Paradox ist ja aus der dritten Serie, möchte ich noch anmerken. Er ist aus der dritten Serie und hat jeden aus der vierten Serie überlebt. 100 Mal Yu-Gi-Oh! Versucht zurückzukämpfen. Mit ein paar ordentlichen Schlägen, aber naja.
Wo sind sie mit dem Dritten? Jetzt haut einmal Yu-Gi-Oh! Raus. Er hat Paradox gesurplext. Oh, mit einem Ellbogen ins Gesicht. Das könnte seine Chance sein. Das könnte jetzt seine Chance sein. Nee, er macht erstmal einen schicken Knoten mit seinen Beinen. Oh, und sein Gesicht auf den Boden getreten. Aber das wäre seine Chance gewesen, aber er hat sie nicht genutzt. Oh, jetzt nutzt Paradox das Fenster. Oh, und heftiger Tritt, das hätte beinahe die Sachen geendet. Oh, das sieht nicht gut aus, wenn man die Oh, er wird direkt von Paradox bedroht. Ein heftiger. Und das war's. Ein Yu-Gi-Oh! Draußen. Der Paradox gewinnt. Als Nummer 24 gewinnt er das Yu-Gi-Oh! Royal Rumble. Aber ist ja auch klar, er ist durch die Zeit gereist. Er hat die Zukunft gesehen. Er hat genau gewusst, was er tun muss, um zu gewinnen. Paradox hat gewonnen. Unfassbar. Und das war's mit diesem Yu-Gi-Oh! Royal Rumble. Meine Damen und Herren, aber wir können noch viel tun. Es gibt noch so viel zu tun. Wir können noch rausfinden, wer der beste Protagonist ist, wer der beste Antagonist ist, wer der sexiest ist, wer das größte Ego hat. Es gibt noch so viel zu tun. Wir müssen auch noch die Frauen gegeneinander kämpfen lassen. Also wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch dieser Kampf gefallen hat und ihr unbedingt mehr sehen wollt, bitte abonniert und liked den Kanal. Ich hoffe so sehr, es hat euch gefallen. Lasst auch einen Kommentar da mit eurem Lieblingskämpfer, mit euren besten Szenen. Hammer. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute.